diesem Gong ein herzlich willkommen zurück in Let's Play Knock Knock. Kleinen Moment, es geht wieder los. Mein alter Herr hat mir mal ein Tagebuch geschenkt, als ich gerade schreiben lernte. Er sagte, dass ich mein ganzes Leben da reinschreiben würde. Und wenn die letzte Seite voll wäre. Er war der Letzte unserer Familie, der gerne in Metaphern sprach, aber ich war damals noch sehr klein und nahm ihn beim Wort. Ich wollte natürlich lange leben und also habe ich mir die Seiten gut eingeteilt. Ich habe so winzig wie möglich geschrieben, selten und knapp. Das wurde mir zur Angewohnheit. Dann, nach einer Weile, vergaß ich seine Worte, aber jetzt, aus irgendeinem Grund, fallen sie mir wieder ein und sie erschüttern mich. So, nochmal willkommen zurück jetzt in der dritten Folge von Let's Play Knock Knock. Nachdem mich ja da letztens dieses schwebende Gespenst, so kann man es ja gut bezeichnen, überrascht hat. Und erstmal. Ja, das Geklopfe geht schon wieder los. Ich kann mich erinnern, dass man das Tagebuch suchen soll. Aber ich. Ich bin überarbeitet. Während des Tages muss ich überall Proben nehmen. Ich muss die Zusammensetzung des Bodens überprüfen und der Luft, des Wassers, der Flora und Fauna. Er ist ein wahrer Wildologe. Hier haben wir nichts. Etwas kommt von der anderen Seite aus näher. Ich muss mich beeilen. Von der anderen Seite. Übrigens habe ich das Gefühl, in dieser Welt, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob wir bei der Hauswelt oder bei der Augenwelt sind, was wir haben den Wald gepflanzt, um einen Baum zu verstecken. Okay. Moment, bevor es gleich weitergeht. Dass quasi immer in dieser einen bestimmten Welt, ich weiß jetzt nicht, ob Traum oder wahr, dass immer, wenn man dann die Uhr betätigt, da wo die Uhr nicht von selber tickt, dass dann danach die, dass man rausgehen soll, die Tür aufgeht. Was machen die Blätter hier? Warum werden sie herausgerissen? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ist hier jemand eingedrungen, während ich schlief und hat das Tagebuch zerfleddert? Ich muss das Haus wieder ganz von vorne überprüfen. Ich habe es wirklich vernachlässigt. Der Wald da draußen ist am Ende seines Lebens. Er war einmal ein reichhaltiges Biotop, aber jetzt stirbt er. Ich kann kein gesundes neues Wachstum mehr finden. Der Boden, auf dem er wuchs, versumpft langsam. Die großen Tiere sind ausgestorben. Die Insekten als einzige sind geblieben. Und da kann er als Wildologe nichts machen. Ich könnte mir vorstellen, der hat da die ein oder andere Methode. Das Einzige, was mir ein bisschen Sicherheit gibt in der Welt, wo die Uhr nicht von alleine tickt, scheint es keine von diesen Monstern zu geben. Was es hier alles mal ein bisschen ruhiger spielen lässt. Trotzdem mache ich hier überall das Licht an. Ich finde, das hat irgendwo bestimmt seinen Sinn. Überall gehen die Glühbirnen wieder aus. Denkt ihr, das mache ich hier aus Spaß oder was? Mensch, das kostet Zeit. Wertvolle Zeit. So, und ab nach draußen. Dann suchen wir mal wieder das kleine Mädchen. Auf, dass sie uns in die verborgenen Welten ihres verwirrten Geistes führt. Leider ruckelt das immer noch etwas. Bei der Bewegungsanimation. Aber keine Angst, ich habe schon demnächst vor, meinen Rechner etwas aufzubessern, auf dass ich endlich wieder zu 100%iger Leistung Let's Playen kann. Kann dann nämlich sein, deswegen möchte ich euch schon mal vorwarnen, nicht wundern, wenn dann auf einmal hier mitten im Let's Play dann plötzlich keine Folgen mehr erscheinen. Wenn das der Fall sein sollte, ich kann es nicht mit Gewissheit sagen, dann ist es der Moment, wo mein Rechner umgebaut wird. Und das kann dann vielleicht bis zu einer ganzen Woche dauern, bis dann die nächste Folge erscheint. Aber bis jetzt steht ja noch nichts fest.
Nur, dass ihr schon mal vorhin von mir erzählt. Ich halte schon überall Ausschau, aber ich sehe das Mädchen nicht. Wo ist sie? Na komm, lass mal einfach mal nach links gehen. Sonst geht man ja mal nach rechts. Vielleicht bringt es etwas, mal die entgegengesetzte Richtung anzutreten. Und außerdem lausche ich immer, ob irgendwo dieses oder sowas zu hören ist. Weil ich glaube, also ich habe das so für mich beschlossen, dass das ein Anzeichen dafür ist, dass sie in der Nähe ist. Ich hoffe es. Und natürlich dürfen wir nicht darf ich nicht vergessen, sein Tagebuch zu suchen. Ah! Also muss sie hier irgendwo sein, habe ich recht? Zeig dich! I want to see your crazy world. No, show up. Komm schon, wo bist du? Mädel. Wenn er zu lange dauern sollte, mache ich hier einen Cut und... Da ist das Haus. Könnte jetzt wieder reingehen, aber derjenige, der mir das gesagt hat, hat gemeint, es ist wichtig, in jeder Draußenszene das Mädchen zu finden. Deswegen sorry, aber ich suche erstmal weiter. Ich mache hier am Haus einen Cut und... bin langsam doch dafür reinzugehen, aber ich suche weiter, ich suche. Was auch immer das gerade war. Ich mach's einfach so, wenn ich jetzt... Das ist schon wieder das Haus. Moment mal. Komm, die muss doch hier irgendwo sein. Zeig dich. Oder tauchen die Geräusche einfach überall auf. Hat jemand manchmal von euch einen Hinweis, wie man sie schneller finden kann? Gibt es da ein bestimmtes Muster, dass man zum Beispiel, was weiß ich, 10 Sekunden geradeaus geht und dann die Ebene, also vor und zurück, wechselt hier so vor und zurück? Oder weil ich finde sie nicht. Und ich möchte jetzt ganz gerne eigentlich nicht die Zeit verschwinden. Ich mache hier einen Cut. Ich merke es mir bei 10 Minuten. 20 Minuten geht ja mal eine Folge. 10 Minuten. Na gut, 9,5 merke ich mir. Und bin gleich wieder da. Bis gleich. Da ist sie! Muhaha! Leute, ich bin wieder da und guckt mal, wer da steht. Oh, wer sucht, der findet! Auge, Sonne, Wolke, Schleife, Hieroglyphen, Stern. Was? Ich habe ernsthafte Bedenken, dass ich bei der allerersten Waldszene sie nicht richtig berührt habe und dadurch eine Szene ausgelassen hat. Ich hoffe es inständig nicht. Aber ich habe echt meine Bedenken. Sollte es wirklich der Fall sein und ich krieg vielleicht nicht das richtige Ending dadurch, werde ich das vielleicht dann am Ende, nach der letzten Folge, wenn sie dann irgendwann mal rauskommt, einfach dann
nochmal so für mich alleine das nochmal durchspielen. Überall sie suchen, natürlich ohne Aufnahme. Und dann euch. Ich hab dich schon gefunden, halt die Klappe. Und euch dann einfach zeigen, falls sich was verändert haben sollte. Oder ich kommt dann so großes Enttäuschungsvideo, dass sich nichts geändert hat. Vielleicht ist das sicher auch alles für den Katz. Ich weiß es nicht. Jetzt muss ich nur das Haus finden. Und da haben wir es ja schon. Mensch, das klappt ja jetzt alles. Ich will gar nicht in die nächste Welt. Da kommt doch wieder die Nachthemdenarmee. Naja, was soll's. Alles klar. Die Augen sind da, wo die Monster sind. Halleluja. Ich habe keine Lust. Here we go. Uff, da haben wir einiges zu erkunden hier. Na, wollen wir mal. Erstmal ja die Einrichtung wieder kriegen. Die Rolf. Hier ist auch noch was. Gäste wie diese erscheinen nur im Dunkeln, seien, was weil die Schatten sich durch die Wände des Hauses fressen. Ich habe diese Tagebucheinträge oft an mich selbst adressiert, an ein älteres Selbst, das eines Tages meine Aufzeichnungen läse. Es war nur ein Spiel, aber jetzt fühlt es sich an, als ob ein völlig Fremder diese Seiten verfasst hätte. Tja, vielleicht war es ja das Nachthemd. Schon mal daran gedacht. Kriegt ihr auch Postkarten von Nachthemden? Für das Hobby? Warum habe ich hier so lange nicht hier reingeschaut? Woher soll ich das wissen? Frag doch mal deine Freunde. Oh, gibt's hier noch was? Jetzt nicht blitzen, wir wollen gerade die Einrichtung erkunden. Das Spiel. Hey. Lass doch die Tür offen hier, verdammt noch mal. Der ist da unten, alles klar. Da seht ihr den da unten? Da, wo du nicht bist. So, jetzt muss ich warten, dass der irgendwie weggeht. Einen anderen Weg, ich könnte, wenn der hier vorne patrouilliert, könnte ich zumindest das dritte Stockwerk erkunden. Der ist doch hier noch unten, ne? You thought about it. And right then, it was inside. Wo ist das Nachthemd? Ich habe sie gehört. Da ist schon mal der. Wie nenne ich denn den Großen? Das ist einfach das fliegende Bettlaken, genau. Der fliegende Bettlaken und das Nachthemd. Das hier kann man nicht runter. It knows where you are. Ich kann. Ich kann. Es gibt nur einen Weg nach unten. Verdammt. Ich will nix. Ich kaufe nix. Weil ich glaube nämlich, dass man, wenn man das Viech da berührt, das Bettlaken, dass man dann in dieser Kopfkarte, dass man dann einmal drumherum geht, so wie die letzten beiden Male, dass ich das Level nicht geschafft habe. Ich frage mich, wo es nach dem steckt. Und wie ich da runterkomme. Warte mal, der ist jetzt hinten. Komm, ich sprinte runter. Ich sprinte runter.
lauf, 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 runter. Yes. You thought about it. So. Not now. It is inside. Den hätten wir ausgetrickst. Ist hier irgendwas? Nö. Okay. You are seeing it all wrong. Ich hab's nicht falsch gesehen. Stimmt gar nicht. So, der ist da oben. Jetzt halt doch mal die Klappe da draußen. Mensch, wer auch immer da brüllt. It knows where you are. Der ist doch hier noch irgendwo. Oh, jetzt ist er hier unten. Sehr gut, dann kann ich hier oben erforschen. Ey, das ist ja hier Strategie vom Feinsten. Diese verdammten Basecamper mal, ohne Mist. Der ist schon wieder hier oben. Ist hier unten was? Wait there. Komm. Ein Ventilator, der hilft mir jetzt auch nicht. Komm schön. Wo haben wir das Ding? Ich brüll auch gleich mit hier, wenn es nicht Nachtruhe wäre. Wo ist der? Hello. Da ist er. Ich muss warten, bis der rechts durchpatrouilliert, dann kann ich da durchrennen. Bisschen Stepptanz. Ich will nämlich in den linken Bereich des Hauses. Ah, jetzt ist er hier unten. Sehr gut. Schau mir in die Augen. What the? Nee, 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 jetzt nicht. Ich muss erstmal die Tür aufmachen. Ah, zum Glück habe ich einen Leiter zum Flüchten. Ich wollte es gerade sagen. Jedes Mal läuft es mir hier kalt den ganzen Körper runter, wenn hier irgendwas passiert, ohne Scheiß. So, sieht irgendwer das Nachthemd? Hugo! Der da draußen ist ab sofort Hugo. Ich gebe ja mal so gern Namen. Naja, die Nacht ist eh fast rum. Ich mache jetzt halt auch mal... Oh! Der sieht noch was. What? Nachthemd! Mann, gerade als der Einrichtung gesehen hat. Naja, mache ich halt hier ein bisschen Stepptanz. Weil die Nacht ist eh gleich rum. Ich will jetzt nicht riskieren, das Level wieder zu resetten. Und... Bettlaken, denke ich mal, wird gleich hier unten durchgerascht kommen, deswegen bleibe ich jetzt hier schön auf der Leiter stehen. It knows where you know me. Ah, der ist weg. Die teleportieren sich hier durchs Haus. So eine Schweine, komm, mach die Einrichtung. Schnell, schnell, schnell. Eine Uhr, naja, gut, passt. So, Level wäre geschafft. So. Etwas Neues. Dieses Spiel muss im Dunkeln gespielt werden. Setz dich vor ein Fenster und schließe die Augen. Stell dir vor, dass etwas Neues in der tintenschwarzen Dunkelheit vor dem Fenster erscheint. Sag zu dir selbst, es ist da. Ich habe es nur vorher nicht gesehen. Wiederhole dies, bis du spürst, dass jemand dich durch das Fenster beobachtet. Dann verlasse den Raum. Irgendwie wird das Spiel langsam echt krank. Mal ohne Mist. So, jetzt kommen wir an die nächste Hausszene. Dadurch, dass ich erst so lange rumgesucht habe, das schauen wir noch. Das mache ich noch in die Folge mit rein. Und noch einmal Mädchen suchen. So wie im echten Leben. Aus. Und einmal. Müsste wirklich im Haus so eine Lampe geben.
Also ich zu Hause persönlich habe sowas nicht, dass du wirklich irgendwo hinkommst, machst du, schon geht das Licht an. Ich mag Gäste, wirklich. Es gab eine Zeit, als die kleinen Walddinge mich gerne besuchten und gelegentlich blieben Wanderer zum Abendessen. Ich deckte den Tisch und in meinem Kopf verging die Zeit im Gespräch mit ihnen. So fand ich auch heraus, dass ich mehr als alles andere das Unsichtbare fürchte. Nun, wo ist dieses Tagebuch? Ich muss mich beeilen, es zu finden. Nichts ist wichtiger. Die Gäste töten beinahe nie. Sie bringen dich nur zurück, weil du noch nicht fertig bist. Moment. Detektivblick. Stimmt. Es ist nicht Game Over, die resetten das Level. Naja gut, das kann man jetzt aus zwei Sichten sehen. Einerseits verhindern sie, dass ich weiterkomme, andererseits, laut dieser Notiz, wollen sie nicht, dass ich weitergehe, weil ich noch nicht fertig bin. Also das widerspricht sich ein bisschen. Die Handschrift wurde so angelegt, dass sie meiner ähnelt, aber sie ist dann hier nicht daneben. Ganz sicher, das habe ich nicht geschrieben. Das war bestimmt das Nachthemd. Ich bin mir da hundertprozentig sicher, du hast deine Wäsche so lange nicht beaufsichtigt, dass sie lebendig geworden ist. Und ich dachte, ey, den Typ verarschen wir mal. Da ist die Uhr, da gehen wir zuletzt hin. Also irgendwo muss man hier ein Tagebuch finden. Ich komme ja gleich. Hier ist es auch nicht. Verstehe ich nicht. Warum habe ich das im Schlaf geschrieben? Was bedeutet es? Vor allem sollte ja hier die Einrichtung komplett da sein, aber einige Räume sind total leer. Und abgeschlossen waren die Räume auch nicht, also... Oder vielleicht muss man in der Traumwelt die Einrichtung erkunden, damit sie in der realen wieder herkommt, obwohl das Haus anders ist. Ah! Ich sehe jetzt langsam echt nicht mehr durch. Naja, wir suchen ein Tagebuch, das nichts anderes zählt, sagt unser Junge hier. Also machen wir das. Wird schon seine Gründe haben. Frage ist nur, wo das sein soll. Also bisher habe ich noch keins gesehen, ja. Nur die übliche Einrichtung. Ich drücke auch die ganze Zeit E zum Aktivieren, aber hier ist nichts. Haben wir irgendeinen Raum vergessen? Ne. Na, dann betätigen wir die Uhr und dann gehen wir nochmal. Seit wann blitzt es hier? Mädchensuche. Das schaffen wir noch. Vielleicht, ich hoffe ja, sie lässt sich diesmal schneller finden. Kommt seitlich gleich. Hildegard! Ach verdammt! Nein, 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 nein. Ah, ich bin doch so blöd. Warum bin ich denn zurückgegangen? Ich hoffe, ich habe sie jetzt nicht für das Level verloren. Schließlich ist sie verschwunden. Hä? Wie geht denn das? Da ist das Haus und hier ist das Haus. Hat der mehrere? Ja, gucken Sie. Die sehen aber gleich aus, oder? Ey, komm, ich hoffe, ich habe jetzt Hildegard nicht verschreckt. Das wäre jetzt ein bisschen Scheibenkleister. Komm, ich habe auch eine Schachtel Pralinen unter meinem Hemd. Und eine tolle Kerze, die schenke ich dir, wenn du auftauchst. Zeig dich. Please. Leute, ich glaube, ich hab's vermasselt. Scheiße, ey. Ich krieg auch alles zunichte hier. Naja, was soll's. Nein, Hildegard! Danke! Pralinen kommen demnächst. Hildegard, komm, stumm. Stumm. Ich kann wegen dem verdammten Baum nicht. Ah, hat trotzdem geklappt. Okay.
Icarus ist das Haus. Von überall eine Haustür in der Luft. Also ich hätte gerne ein paar Antworten, was das Spiel angeht. Weil bei mir türmen sich immer weiter die Fragezeichen und irgendwann kann ich ein Buch schreiben, wo nur drin steht Fragezeichen. Was Errungenschaft, good things come in threes. Hab ich die jetzt? Ja, ich habe sie schon dreimal gefunden. Okay. Ach, hör auf zu jammern, Mensch, du kriegst deine Pralinen ja bald. Mensch. Ich habe ja noch nicht mal die Bestellung aufgegeben. Es war ja erstmal ein Versprechen. Du kriegst sie noch. Die jammert nur rum. Naja, würde ich ja auch, wenn ich mit dem Nachthemd draußen im Wald stehen würde. Also. So. Ich frage mich, was bei der großen Tür passiert oder bei diesem komischen Gekritzel von Monster da oben. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Was soll's? Danke fürs Zuschauen. Eure Ultra Kicks Kanone. Bis zur nächsten Folge. Ciao.